So, hallo. Wir sind live, Liga 1 Rennen. Das einzige Formel 1 Rennen, was heute sehen wird. Liga 2 abgesagt, echte Formel 1 dick. Also machen wir nur Liga 1. Genau. So, zwei Follower, danke dafür. Lenny hostet, King. So, ich hoffe, vom Sound her passt alles. Das Qualifying sieht mal trocken aus. Ich glaube, Ich wollte gerade Pascalos joint sagen, noch nah. vier Ja, ist genau, noch da ist schnell. er. Jetzt ist er beigetreten. Ja, genau, jetzt sind wir auch vollzählig. Alle da. Ja, Roqueste, Also wir können das können echt natürlich gut. auch riechen, dass die dann nur zwei Safety-Car-Runden fahren und nicht auch wirklich starten. Du müsstest mich noch ein Stück lauter machen, ich bin ziemlich leise im Stream. Das lässt sich einrichten. Mach mal so. Da sag ich jetzt mal was. So, mal gucken, wer als erstes rausfährt. Also jetzt, viel lauter geht nicht mehr, aber sowas soll's passen jetzt. So. Dann, ja, passt schon. Alpine Die und. ersten fahren raus. Ja, sind schon einige draußen jetzt dann. Endless Drive der Erste, der Outlap startet. Pascalus kommt wieder rein. Carla Mault. Was für Wetter auf perfekt. Ja, unlucky. Keiner kontrolliert, gell? Ja, ob das Wetter perfekt oder genau ist es jetzt. Wenn es eh trocken ist, auch egal. Ja, okay. Leben ist unfair. Kann man nichts machen. So. Endless Drive, der Erste, seine Runde gleich starten wird. Archimedes hat es doch noch geschafft. Okay, Pascal ist inzwischen wieder geliefert und wieder gejoint. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt drinnen ist oder nicht. Okay, da sind wir dann sogar 20 Fahrer. Zumindest nicht angezeigt. Und das war's die Runde mit der Runde von Endless schon. Ja, das war's tatsächlich schon. So. Felix als nächstes. Felix als nächstes, ja. Der hat die Schikane gut genommen. Der hat die Nicht Schikane gekartet. gut genommen. Wo ist denn da Felix? 17. Da. Wenn man was im ersten Sektor für Zeit hat. Ja, 19.1 ist okay, glaube ich. Kann man aber auch 18 erfahren, was ich mich erinnern kann. Ganz minimal, please. Sorry. Mein Fehler. So. Was los, Pascalas? Schau mal, wie. Ja, fakes die Herbe in weite Linie. Ist aber, glaube ich, in der Kurve okay, wenn man ein bisschen weiter geht. Es kostet nicht Für allzu viel Zeit. immer IEC, hey. Für immer IEC. Für Probiert es mit dem immer zweiten Versuch. IEC, hey, hey, Kommt hey, ein für hey. immer Für IEC. immer 3000 Kanalpunkte teuer. IEC. So. Felix erster gezeitete Runde. 1,92. Das ist auf jeden Fall noch nicht das Beste. Alles So. klar, Visi ist auf alle Fälle mit Inters rausgefahren. Ja, stark. Rocket Ship 183, das ist schon stärker. Ich glaube, die Pole wird eine 1,7 sein. 1,7 irgendwas müsste dann sein. Was Parler Mindestens. macht. In der Wahl gibt es noch keine Abstimmung. Oh, Parler gecuttet. Chris 181. So, Kante fängt seine Runde an. Der ist auch immer gut für eine Pole Position. Wir haben mal wieder guten Soundbug. Was los, Rocky? Man mache mich auf meine Fehler aufmerksam, danke. Endlich beendet seine Runde jetzt. Ja, Rocky, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch oft. Warum heute wieder nicht? Kann man nichts machen, ne?
Der Regen und so hat dem Rennen schwer zugesetzt. Rocket Chip hat sich nochmal verbessert. 1,77 ist anscheinend gleich zwei Runden hintereinander gefahren. Kante hat sich ordentlich verbremst. Fährt sie aber, glaube ich, zu Ende die Runde. Ja, ist halt. Letztes Mal Kante wird noch eine Runde fahren. Die gleich hintereinander fährt. Wahrscheinlich. Ob wir heute Subchain starten, damit die Laune nach F1-Rennen hochgeht, ist eure Entscheidung, da kann ich nicht viel beeinflussen. Der 19-Fahrer, weil Pascalus irgendwie gemeint hat, Datei integriert konnte nicht nachgewiesen werden. Das ist natürlich belastend. Das ist, glaube ich, weiß nicht, ob es ein Update oder so. I don't know. Da kannte jetzt die Schikane. Schaut gut aus. Beide Sausage Curbs erwischt. Schau, aber hoffentlich verbremst er sich diesmal nicht. 5 Sekunden schneller. 5 Sekunden ist schon ordentlich. Diesmal hat der Hairpin noch besser ausgeschaut. Letzte Schikane im Entscheiden. Cuttet man die ganze Runde und die nächste auch gleich mit, oder? Eine Minute auf der Zeit. Oh, und die Wall of Champions sagt Hallo. Kante kann voll in die Wand. Weiß nicht, warum er jetzt nicht weiterfährt und stehen bleibt. Also das... Das wird sehr gefährlich, Archimedes musste ausweichen. Ja, das war fraglich. Fährt das aber war weiter, tatsächlich fraglich, so. Mit Kresos, der ist mal Outlap, Broncos, 182, mal schauen, ob der heute ein Qualifying zusammenbekommt. Bardo Archimedes auf einer Runde, glaube ich, ja, der ist allerdings 6 Zehntel hinten, wird wahrscheinlich eine Inlap sein. Gut. Ja, hört sich nach einer Inlap an. Oh, Dog vorgefahren, ja, 181. Was mit Quibi aus? Auch langsam. Wir sind gerade schnell. Chris war auf einer Outlet, dann gehen wir mal zu Chris. Ja, das letzte Rennen gewonnen, ne? Auch gut für die Aston Martin Punkte. Heute wollten wir eigentlich aufholen auf die Alpine, nachdem beide Alpine-Fahrer in Liga 2 nicht da sind, aber Rennen musste ja leider abgesagt werden, da führt kein Weg dran vorbei. Pascal ist wieder draußen aus der Lobby. Chris nimmt die ersten zwei Kurven von der Linie her gut, ob es schnell ist. Keine Ahnung. Schön Platz gemacht worden, ja, Linie ist okay. Erster Sektor eine 1,189, das ist auf jeden Fall okay. Allerdings 200stel langsamer als in seiner ersten Runde. ...1,81, da geht auf jeden Fall auch bei Chris noch was. Felix ist raus. Felix ist raus. Warum ist Felix raus? Letzter Sektor. Mittelsektor. Ja, stimmt, hab ich ihn gerade stehen sehen, okay. Warum auch immer. Weil er natürlich nicht auf die Sektorzeit geschaut, ob er vorne oder hinten ist. Chris von der müsste Zeit nach vorne her, sein. Ja, eine Minute bei der ist auch okay. Die Wall of Champions nicht erwischt, so wie Kante. Kommt über die Linie mit einer 179. Ist damit Zweiter, hat sie eine Position verbessert. Die 7er Zeit geschafft. Rocket schon mit einer 7. Ja, ich glaube, der sollte. Er ist ganz knapp hinten seiner Runde, aber fährt auch gerade. Oh. Mercedes in der Wall of Champions? Ja, in der Wall of Champions liegen immer einige Leute. Ja, wie sie lassen. Vorhersage, ja, Reddick, sag mal, was macht man Vorhersage fürs Rennen? Game Sound ist ein bisschen leise, kann ich gerne lauter machen. Wenn es noch lauter sein soll, bitte einfach sagen. Und es ist kein Problem, das einfach kurz umzustellen. So, Rocket Ship kommt jetzt. Er ist aber langsamer, glaube ich. Er fährt auch. Nee. Fährt vielleicht noch eine Runde. Schaut's mit Dog aus. Der ist 3 Zehntel vorne.
Allerdings erst Sektor 2. Aston Podium. Aston Podium ist eine gute Wette grundsätzlich, ja. Oh, Dog steht ordentlich quer. Ich glaube, da hat er sein 13. gerade weggeschmissen. Er gibt auch nicht mehr ganz Gas. Was mit Bardo aus? Ist auch ganz knapp vorne. So. Warum haben Mod da denn die Prediction starten kann, weil sonst muss ich da wieder raustappen. Der Bardo macht Platz. So, wen haben wir noch? Phoebe müsste jetzt gleich kommen. Und Phoebe müsste Mercedes gleich kommen. Auch. Ein Mercedes. Ja, Phoebe kommt in die Ecke, 15. schneller, fährt auch gut an der Wall of Champions vorbei. Schade, Pascalos. Kannst du vielleicht die Kanalwette machen, wenn du schon da bist? Sie ist raus, bitte. Okay. Quebi auch vorgefahren mit einer 182 auf die 7. Kante jetzt schnell. Gemäde ist auf die 2 gefahren, 177. Kante schnell, das ist natürlich interessant. Ups. Aber nicht so schnell. Also es ist nur 2 Sekunden schneller. Nee, vielleicht, er hat ja die ganze Zeit auf der Startzielgeraden verloren. Ja. So, hat jetzt die Schikane gut erwischt, kein Cut, diesmal die Wall of Champions nicht mitgenommen. Aber ist auch schon bei 1.10, also. Vielleicht fährt er jetzt eine Runde. Eine TT-Zeit ist P9. Ja, aber da 7er Zeit ist grundsätzlich nicht allzu schwer, wenn man ein bisschen übt. Niedriger 8 reicht eigentlich schon, dass du Top 10 starten solltest. Ist ganz knapp, da ist immer noch ein bisschen Zeit drinnen. So, die nächste Schikane diesmal. Kein Cut, war aber knapp am Cut bei Kante, glaube ich. Er ist jetzt 3 Sekunden vorne. Nimmt auch gute Linie durch die Hairpin. Leichter Schlauchler am Exit. So, diesmal, ja, schaut gut aus von der Zwischenzeit bei der Schikane. Und fährt auf die 1 für 176. Das ist natürlich eine Ansage. Da kann Rocket sich jetzt nochmal anstrengen. Was mit Dog aus, der ist 4 Sekunden hinten, das wird der Inlap sein und dann Parla auf 18. Ja, war auch, könnte ein bisschen näher zur Wand. Ja, Schlauchel, es tut mir leid, ich komme aus Österreich, okay? Da sagt man Schlaucheln, wenn es dann hinten ein bisschen schleudert, sagen wir so. Das Heck leicht verliert. Parler jetzt dann Schikane okay genommen. Braucht aber auch jetzt eine Rundenzeit. Ja, 4 Minuten noch, hat noch ein bisschen Zeit. Ja, gute Linie durch die Hairpin. Kommt diesmal auch ohne Schlauchler durch, weil ich das gesehen habe. Ja. Also 56 bei einer Minute circa einlenken auf. Ja, könnte eine 7.9 oder so werden. Vom Gefühl her, ich call eine 7-9 bei Parler. 8-0 war ich knapp dran. Knapp dran, aber damit 6. 8-0 und 6 ist halt schon bitter, also die Zeiten verdammt schnell. Guck dir mal die Differenz zwischen Chris auf dem 4. und Broncos auf dem 7. Ja, kaum das vorhanden, ne? Nicht mal ein Zehntel dazwischen. Ja. Da ist echt wenig dazwischen grundsätzlich. So, wer sind jetzt noch schnell? Archimedes vielleicht? Viele bereiten sich jetzt erst vor und gehen jetzt gleich auf ihre Hotlap. Ne, ich glaube Archimedes ist einer davon. Archimedes 7-7 gefahren. Hä? Die Anzeige gerade. Ne, die hat er glaube schon gehabt, die Rundenzeit.
Genau, also Chatbot schreibt gerade 3% gibt es jetzt mit unserem Rabattcode auch noch bei MMOGA zusätzlich zu unserer kleinen Ah, das Unterstützung. war. Das heißt, Ich wenn jemand kann aber Spiele nicht kaufen genug will, das ist aktivieren. immer gut bei uns, den Link zu machen, kriegen wir gratis Unterstützung. Okay, Rocket hat gecuttet. Rocket hat gecuttet, Archimedes, habe ich jetzt nicht auf die Zwischenzeit geschaut. Er verliert leicht das Heck durch die Schikane. Leicht langsamer. Ja, leicht langsamer. Da ist in der letzten Schikane wahrscheinlich noch einiges drin. In der letzten Schikane kann man bis zu 4 Zehntel verlieren. Kriegt jetzt auch Windschatten. Also, vielleicht reicht das für Windschatten. Mehr oder weniger unfreiwillig, glaube ich, von dem Haas-Fahrer. War, glaube ich, langsamer. Also, ich glaube, ja. Ja, 600 langsamer. Moin von der Autobahn sogar hier schneller als Flo, Junge Jan, ich sag's dir. Bremst dir einfach absichtlich aus im nächsten Rennen, okay? Das ist eine Bombe. Marvin kommt jetzt lang gleich, auch Marvin. Über ein Zehntel schneller. Über ein Zehntel schneller, hat da 8, ja. Kann man jetzt natürlich große Sprünge machen, wenn man in die Sima reinfährt. Rocky, du musst schon dazu schreiben, was du kommentierst. Nice, Atman. Zwar danke, aber was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? So, Marvin auf oh, die Mann. 4 vor. Jetzt kommt die Bombe. Danke, Quack. Danke, Rocky. Für mich geehrt. 4 Zehntel schneller. Springt jetzt auf die 4 ja, vor. Kommt auf die 4. So, Rocket, aber langsam durch Hairpin, glaube ich. Ja, der ist noch eine Minute noch Zeit. Kommt Kibo nochmal. So, ich bleibe jetzt mal auf Rocket Ship drauf. Oder wo ist, wie ist jetzt mit Kante aus? Ja, 4 Sekunden ist er, glaube ich, nicht schneller, liebes Spiel. Ork hat sich gedreht. Ende ersten ja. Sektors. Hoffentlich blockiert er jetzt keinen. Der Rocket Ship jetzt in der letzten Runde. Jetzt gehe ich davon aus, weil danach wird sich keiner mehr ausgehen. Das heißt, die zählt jetzt. Ob er noch vorbeikommt an der Pole. In einem Trainingsrennen hat er mal eine 7-3 geschafft, tatsächlich. Da weiß er selber nicht, wo die Runde herkommt. Fährt im ersten Sektor eine 18-7, ist damit um, ja, knappe halbes Zehntel schneller. Ich kann nur hoffen, dass er nicht blockiert wird, weil dann ist er wieder mad. Dass kein Cut war, wundert mich auch. Streift leicht die Wand, war vermutlich nicht optimal. So, anbremsen. Die Hairpin, enge Linie, schafft er gut. Kommt, ja, gut raus. Beschleunigung sollte okay sein. Zwischenzeit habe ich Dickmensch natürlich wieder nicht geschaut. So, und jetzt dann. Wall of Champions hat er nicht getroffen, was gut ist in seinem Fall. Kommt in die R1765, knapp schneller als Kante. So, wo ist Kante? Vorne. Kante Sektor 1 gerade, 18,8 ist auch leicht schneller. Wenn er es durchhält, viel fehlt ihm nicht auf Rocket. Oh, Kante tot. Ja, das war's dann wohl mit seiner Pole. Er hat das Heck verloren, da kommt sein Ferrari-Kollege. So. Er ist aber. Bardo kommt jetzt nochmal 2,5 Zehntel schneller im zweiten Sektor. Bardo 2,5 Zehntel wäre damit, ja, 8-0. Eine Position könnte sich verbessern. Vom O. Kommt sogar auf 6 vor Bardo. Auf 6 vor. Wen haben wir jetzt noch? Broncos, wie schaut's mit Broncos aus? Der ist langsam. Der ist in der 7-8, ja, ich glaube, könnte zufrieden sein mit seiner Runde, muss ich nachher mit ihm reden. Ob für ihn das okay ist, Qualifying war. Schaut's mit Kibo aus. Ist der noch auf einer Runde? Nee. Müssten alle langsam ich sein. Ich glaube, wir sind. Sein. Ja, ich glaube, wir sind durch. Damit Rocket Ship die Pole. Ich weiß nicht, ob es die nächste, die wievielte es schon ist. Leider vergessen. Dann Kante, Archimedes. Dog ist, glaube ich, sein erstes Rennen sogar. Broncos mal mit meiner Meinung nach einer guten Zeit für sein Qualifying. Dann Bardo. Ich weiß nicht, ob ich überraschend sagen soll. 7-8 auf jeden Fall nicht schlecht. Marvin mit einer 7-9. Chris 8, ja. Bisschen enttäuschend aus Aston Martin Sicht, aber
Norrell 11 dazwischen Parla und Quibi. Parla hat sich auch mehr erwartet, ne? Der wollte sicher eine 7-6 oder so fahren. Dann Mick 24, erstes Rennen, 8-3 auf Platz 12 ist okay. Kibo 8-5. Endless Driver 14, Ruffy 15, Felix 16. Ikablo 17, Visi und am Schluss ohne Zeit Sven. Baby, ich möchte mal gerade sagen, ich bin gerade nur zwei Runden gefahren. Mehr bin ich noch nicht gefahren auf Kanada. Ja, dafür ist die Zeit auf jeden Fall okay. 8-2 ist gut. Regenrennen. Übrigens Regenrennen. Ganze Regen, weil dann ist meine Einstellung eh auch los, I guess. Vielleicht sind dann manche hier schon mit Regensetup gefahren. Ja, kann natürlich sein. Ich meine, ich habe ein bisschen reingedickt, weil ich bei der Einstellung auf Wettervorhersage perfekt gemacht habe, statt relativ. Ah, das war anscheinend noch immer falsch gespeichert. Natürlich, wenn Rocket jetzt seine 7-6 auf mit Regensetup gefahren ist, ist das natürlich eine sehr starke Zeit. Glaubst du, wir können das Rennen starten oder reden? Nee, ich würde jetzt gerne 2 Stunden lang immer 5 Minuten verschieben und dann sagen, dass wir 2 Runden Safety Car fahren und dann sagen wir es ab, okay? Oh. Klingt nach einem In der dritten Liga als Ersatzfahrer könnte man theoretisch immer kommen, allerdings gibt es zurzeit eine Warteliste. Das heißt, du kannst dich gerne anmelden. Allerdings haben wir zurzeit so viele Fahrer, dass wir eine Warteliste haben. Das heißt, du müsstest 1, 2, 3 Wochen warten, bis du dann wirklich zu fahren kommst. Aber grundsätzlich anmelden kannst du dich immer. Ah, so. Sicherheits-Screenshots gemacht, falls Parler vergisst, aber der vergisst das nochmal nicht. Hab ich mal dran gedacht. Chris gewinnt das von 8 auf 1, möchte ich hoffen. Und es regnet tatsächlich. Österreicher vorne, war das nicht letzte Woche auch so? Letzte Woche war ich im Urlaub, da bin ich am Strand gelegen. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich war schon mal bei euch, bin aber rausgeflogen. Ich frage jetzt, warum bist du rausgeflogen, ne? Also ein Regenrennen bekommen wir heute noch. Die Location passt zwar nicht ganz, aber naja. Kanada und Spa quasi gleiche Streckenkappe. Kanada 2.11 Recreation. Schauen wir mal. So von der Dauer her. Ja, inaktive Leute wurden mal aussortiert. Wenn dich angemeldet hast oder sonst was, dann. Ja. Inaktiv sind einige gekickt worden. Red Flag, ja, bei uns nieselt's Gott sei Dank. Nur die Autos stehen auf der Startaufstellung. In 10 Sekunden geht's auch schon los. Moin Philly. Also war angemeldet als Fahrer 3. Ja, es gab Testrennen, da haben wir jeden geschaut, dass jeder antwortet oder zumindest absagt, wenn er nicht können hat. Wir starten auf Softs. Okay. Dann scheint es nicht allzu stark zu regnen. Ja, starten aber alle auf Softs. Die hinteren auf Mediums und auf Softs. Dann hört es wahrscheinlich gleich auf zu regnen, ja. Dann tut mir leid, die Lobby-Einstellung. Bisschen reingedickt. Aber für alle die gleichen Bedingungen, also. Ruffy startet sogar auf Harten vom 15. Ja, die können keine Inters auswählen, aber es sind. So, warte mal kurz, ich muss mal kurz das Ding da wieder anmachen. Detail Tires. Also, wir haben keine Wettreifen, das heißt, es hört wahrscheinlich gleich auf zu regnen. Ja, Formel 1 halt, ne? Ich meine, tut mir leid wegen der Lobby-Einstellung, dass er perfekt ist, aber das macht am Wetter normal keinen Unterschied. Jetzt wisst ihr halt genau, wann Regen kommt und wann aufhört. Ah, mal gucken, wie nass es ist. Vielleicht sehen wir den. Oh, da hat jemand die Schikane auf alle Fälle gecuttet, nie gekriegt. Ja. Ruffy war das. Rocket fährt ganz schnell vorne. Warum Kante so langsam macht, ist mir ein Rätsel. Oh. Archimedes in die Wand, aber das ist in der Einführungsrunde kein Problem. Mal gucken. Billy, die jetzt hier hat sich echt gemacht. Wie darf ich das denn verstehen? Kante rutscht. Ja, rutschen werden hier alle in dem Nassen.
Also es sieht auch nicht trocken aus. Softs, vage, ja. Ich weiß nicht, kann man in dem Spiel am Ende der Einführungsrunde in die Box gehen? Ist das Nein, möglich? ich glaube nicht. Ist nicht möglich. Weil der Bot übernimmt, glaube ich, weitaus vorher. Ja, wenn du sagst, dass du in die Box ankündigst und dann der Bot müsste ja dann trotzdem reinfahren. Das kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Hab ich noch nicht probiert. Auf jeden Fall, ich gehe mal davon aus, dass wir wieder einen Ampelbug haben. Das heißt, wenn die Ampeln aus sind, heißt das nicht für uns, dass es losgeht. So, ich mach mal weg Gucken, mit was der das UI, bringt. damit wir das schön sehen. So, Ampeln. Wir haben Ein Ampeln, sie Stoppschild. schauen richtig aus. So, und los geht's. Natürlich geht's noch nicht los, aber jetzt geht's los. Jetzt So, geht's alle ein los. sehr langsamer Start. Ja, Rocket schon drüben vor Kante. Sieht mehr aus wie ein Golfwagenrennen bei der Geschwindigkeit. What? Ja, da hinten. Ja, Einige da ist schon auf jeden Fall Schlingeleien. 5 Sekunden schon mal, weil. Oh Mann, weil Eskom wohl in Norrel reingefahren ist. Norrel, glaube ich, auch eine Strafe bekommen haben. Dann schauen wir gleich mal Strafen. Erst einmal Einige Position Kanten Change. da. Parler 3 Positionen vorne. Rocket vorne ist alles gleich geblieben. Felix hat 5 Positionen gut gemacht. Schatz, Chris auf der Position geblieben. Norrel 2 Positionen zurück. Die Frage ist, hat Norrel Flügelschaden? Fährt da Weiß mittendrin ich in nicht. allen Leuten, sieht aber ganz aus der Flügel, soweit ich das beurteilen kann. Ja, hier, Ekablo hat Flügeldamage Ja, der ist bekommen, auch der Norrel hinten Sichtbar. drauf gefahren. Schaut's denn aus mit Strafen? Nur Ekablo, okay. Ruffy hat auch Flügeldamage. Ja, werden wir gleich sehen, wie viele Leute in die Box gehen. So, Broncos und Parler weiter vor, weil Dog jetzt um einiges zurückgefallen ist. Muss sich wahrscheinlich Damage geholt haben. So, Broncos auf 4 vor. Oh, Mick tot. Wo immer das Ruffy passiert und ist. Endless haben sich da ein Ruffy und bisschen Endless haben sich da verhakt. gedreht. Ja, das ist nicht am Stream oben. Das leider nicht kommen sehen. Bardo 5 Sekunden wegen Speeding in die Pitline. Das ist natürlich auch dick. So. Einige Felix Box 9 hier noch. Positionen. Gut, jetzt sind einige Leute in der Box. Quibi geht. Nee, wer geht da? Ja, Bro, doch. Dog, Felix. Ruffy 5 Sekunden Endless. Speed in Pitline. Ruffy, Norrel. Quibi auf Ruffy. Auf Oh, Endless. einige Leute in der Box mit Flügel. Der Mensch in dem nassen Start. Hier ist 2 Positionen gut gemacht. Felix hat 9 Positionen gut gemacht. Also der Mann hat einen guten Start gehabt. Marvin als einziger verloren vorne. Sven hat auch 9 Positionen gut gemacht. Als letzter gestartet ist inzwischen 10. Bin mal gespannt, wie jetzt die Strategie sich auswirken lässt. Ob die auf Inters gegangen Ja, ich sind, glaube, neue Kante Toll gemacht greift, haben. ne, doch nicht, ja. Ja, die Frage ist, sind sie auf Inters gegangen? Habe ich gerade nicht gesehen. Ja, also drei Oh, Leute sind auf Rocket Ship Inters hat sich gegangen. weggedreht. Rocket in der Wand. Ha. Ist Reifen, wahrscheinlich please, das doch schaue ich Just gerade so. Time. Ja, 3 Leute auf Inters. Okay. Rocket Ist Ship dann auf für jeden die Fall in natürlich. der Wand und wird jetzt durchgereicht. Die Frage ist, warte mal. Hat er Wenn Damage? Schaut Interzeit nicht nach ist. Damage aus. Also ich glaube. Flügel sieht okay aus. Ich glaube, er kann weiterfahren. Damit führt Kant jetzt 2 Sekunden mit schon 3 Sekunden Vorsprung das Rennen an. Ich hab den Dahinter nicht gut Broncos gesehen. auf 3. Mal schauen, ob er heute sein Rennen durchziehen kann. Amateur tatsächlich. Ja, Kante 26,5. Meine Qualität. Ja. So, 2,5 Sekunden Strafen, was die Strafen anzeigen, Rocket in glaube der ich. Ja. Box. Broncos fährt in die Box. Was? Nee. Nee, Rocket geht in die Box. Rocket geht in die Box. Der holt sich jetzt entweder Inters oder. Ja. Schnell Oder gerade auf Flügelschaden, Inters. ne? Also Inters Norrell nehmen mit der Norrel schnellsten jetzt Runde. und Endless wieder auf Aber Inters. Also Mediums, Inters bleibt. also. Inters So. ist auf Inters. Broncos hinter Archimedes. Ich glaube, der ist zurzeit. Wo ist noch knapp? Ruffy jetzt auf Mediums. Frage ist, ob die Inter-Leute die richtige Entscheidung getroffen haben oder eben nicht, weil anscheinend die Mediums haben zurzeit die schnellsten Rundenzeiten, ne? So, Ja. Broncos mit
ERS und DRS probiert wahrscheinlich an Archimedes vorbeizugehen. Endless 3 Sekunden. Ja. Zeitstrafen können hier auch ein großer Faktor werden, actually in Kanada. Da schauen wir mal. Broncos probiert Archimedes anzugreifen. Dahinter lauert aber schon Pala. Der jetzt auch die schnellste Runde hat. Jetzt nur keine Dummheiten machen in der Dirty Air Broncos, ne? Wäre nicht das erste Mal. Bardo mit der schnellsten Runde, aber alle auf Mediums die schnellsten Runden. Ja, echt lost, wenn ich geübt hat mit Trockenreifen im Regen fahren, stimme ich dir zu. So, derweil ist Sven 11 Positionen gewonnen und Felix schon 10. Ist jetzt auch eine halbe Sekunde hinter Chris. Ja. Okay, der erste ist raus. Ich meine, der war ja vorher schon tot. Schauen, ob Broncos jetzt auf der nächsten Geraden schafft, vorbeizugehen. Hat 98. Er hat viel. Hat viel ERS. Wie schaut es denn bei Archimedes aus? Der hat nicht mehr allzu viel. Also, er hat noch immer 60%, aber deutlich weniger als Broncos. Wer ist Archimedes? Archimedes. Also, kenne ihn auch nur als Archimedes. Heißt auch im Discord Archimedes, wenn mich nicht alles täuscht. So, Broncos probiert's, aber setzt Steck zurück. Frage ist, ob Parler jetzt auch gleich angreifen probiert. Aber ich glaube, in dem DRS-Train im Regen ist es nicht allzu einfach zu überholen. Ah. Ich bin der Stamm, nee, neu ist relativ. Ich glaube schon als, am Anfang der Saison als Ersatzfahrer angemeldet. Das ist aber nachgerückt aufgrund eines Ausfalls, wenn man hier alles täuscht. Schuh, aber vorher derjenige, glaube ich. Ja, das kann sein. Ey, wir haben die Kanalwette vergessen. Pascal, was machst du bei deiner? Wenn du schon da bist. Ob es ein Aston noch aufs Podium schafft, zum Beispiel. Weil wenn ich jetzt raustappen muss, sieht man wieder nichts. Was ist da mit Chris passiert? Ich war im Alpha Lenny, du warst im Alpha Unlucky. Was mit Chris passiert? Okay, dann würde ich mir die Wette vielleicht sparen. Drei Positionen verloren in einer Kurve. Aber man hat sich vielleicht weggedreht, leicht. Da konnten die anderen schnell durchhuschen. Schau mal, ob Broncos diesmal vorbeikommt. Schauen, wie schaut's bei Archimedes mit dem. Sven jetzt an Marvin. Ja, Broncos setzt sich daneben. Ja, und ist fürs erste vorbei. Jetzt probiert Parler gleich nachsetzen. Kannte mit der schnellsten Runde Parler auch locker vorbei, weil Archimedes keine gute Linie hatte. Archimedes somit quasi zwei Positionen in zwei Kurven verloren oder in einer Schikane. Sven mit der schnellsten Runde. Ja. Also es wird anscheinend trocken. Ja, hat auch aufgehört zu regnen, wenn ich das richtig sehe. Ja, zumindest. Broncos ist halt zweiter. Norrell mit der schnellsten Runde. Alpine beide Top 8. Gelb Sektor 1, Bardo ist raus. Bardo ist raus? Oh Mann, Safety Car, okay. Gut, Safety Car. Was machen jetzt die vorderen Leute? Jetzt ist... Broncos wird wahrscheinlich sofort auf Mediums gehen, weil ich glaube, ab jetzt kannst du mit Mediums sogar schon durchfahren. 29 Runden. Dann noch einen auf Inters. Kommen beide erst Martin in die Punkte, oder was? War die Wette? Gucken, ja. Ja, die Vorderen gehen alle in die Box. Beide erst Martin in Top 10, okay. So, Broncos wie erwartet auf... Führt Sven jetzt das Mediums? So, die Frage ist, ja, Sven, warum geht. Sven hat Mediums, okay, verstehe ich, dass er nicht unbedingt reingehen will. Ist Kante trotzdem noch vor ihm rausgekommen? Scheint so. Tatsächlich. Dann Kibo, der ist natürlich. Also Kibo, Sven nicht drinnen. Dann Broncos und Parler, Norrell auch nicht reingegangen, an seiner Stelle auch gut. Dog als einziger auf Inters ist jetzt aber auch auf Mediums gegangen. Okay, hat sie erledigt. Und sind jetzt, glaube ich, alle in die Box gegangen. Müssten bis auf
Sven, Kibo, Nora. Ja, Sven und Kibo sind als einzige noch nie in der Box gewesen. Kibo holt sich heute ein Podium für euch, Pascal, aus. Kibo zurzeit Dritter, allerdings halt ohne Boxenstopp, ne? Ja. Felgstrafe, ja, Felgstrafe. Frage ist, wie viel Strafe? 3 Sekunden? 3 Sekunden auch bei Endless Drive und 5 Sekunden bei Raphael. Der wird auch nicht in der Box gewesen sein. Genau, der hat auch 5 Runden alte Mediums. So, Safety Car bleibt noch eine weitere Runde draußen. Ricardo ist sogar auf die Hards gegangen, also der vertraut da nicht ganz drauf, auf den Mediums durchfahren zu können. Geht dann auch nochmal sicher. Wird mal Zeit, dass das Team aus zwei Liga 2 Meistern, aus zwei Liga 2 Meistern endlich mal ein Podium holt. True. Ja. Zwei Liga 2 Meistern. Beistrich hätte gut getan, dem Satz gleich. So. Schauen, wann wir den Insert bekommen, für dafür das Safety Car reinkommt. Noch blinkt alles. Ja doch, ab Runde 6 kommt man mit Mediums tatsächlich komplett durchs Rennen durch. Allerdings mit 2 Stopp halt einfach quasi schneller in Kanada, weil die Box eben so verdammt kurz ist. So, aber 2 DNFs für nasse Bedingungen, die jetzt eigentlich auch schon trocken wären. Eigentlich okay. So, Safety Car kommt rein. Safety Car in das Lab, ja. Macht langsam. Muss langsam machen, weil sonst kann er nicht Gas geben. Schauen, dass das Safety Car zuerst die Box fährt. Jetzt das Ganze mal von Sven hier an. Sven 17 Positionen gewonnen. Ja, ich meine, er ist auch Zweiter, ne? Die Frage ist, wie lang? Was können Broncos und Parle jetzt machen, damit die an den zwei mit relativ alten Reifen, also bei relativ alt ist jetzt auch. Ja. So, und los geht's. Ich glaube, ist jetzt nicht allzu viel passiert. Relativ ruhiger Start. Da hinten schaut's im Mittelfeld aus. Die fahren da alle schön aneinandergereiht. Da passiert nicht allzu viel. Kante 3 Sekunden. Das ist natürlich, das könnte noch rennentscheidend sein. Da ist jetzt der Norrell. In Bedrängnis, da gab es auch Kontakt und ihr da dreht ein Haas. Raffae ist, glaube ich, weg. Hat sich weggedreht. Ihr schaut es bei Chris aus. Unter Bedrängnis von Rocket Ship. So, da gehen sie. Ja, Rocket, die bessere Linie ist vorbei an Chris. Chris ist aber 11. Norrell 7. So, Broncos an Kibo vorbei. Ja, war relativ einfach. Hat jetzt natürlich für Broncos gut. Der hat jetzt natürlich Kibo zwischen sich und Parler. Dog 3 Sekunden. Jetzt hagelt hier aber Strafen. Mal schauen, wie es mit den Strafen ausschaut. 3 Sekunden für Kante, Marvin, Felix, Chris, Dog. Zweimal schon für Endless und Quibi. Und 8 Sekunden insgesamt für Raphael. So, jetzt mal schauen, dass... Ja, okay, Parler hat auch schon Kibo überholt in der Zwischenzeit, während ich hier geschaut habe. Aua. Also, die Frage ist, kommt Parler gleich am Broncos vorbei? Probiert das, schafft das, ist die Frage. Also, hier ist auf alle Fälle ein sehr schönes Battle ab der 11, nee, ab der 10 abwärts. Ja. Bis die Kabel fahren alle auf einem Haufen. Da fahren alle auf einem Haufen, dann schauen wir uns das mal an.
Da ist ein Flügel weggeflogen. Von wem war das? Chris führt diesen ganzen Zug allerdings noch an. Oh, wird er fast berührt, glaube ich, von Visi. Endless sehr weite Kurve, kommt aber zurück. Jetzt wird es da hinten, glaube ich, gleich zu weit gehen. Ja, und da... mischt Flügel noch mit. Es fahren, Alpine, Felix fährt in die Box. Ich glaube, das müsste sein Flügel dann gewesen sein. Also vorne alles ruhig. Ja, da vorne bei Chris geht es immer noch rund. Bei Noel. Rocket Ship jetzt schon an Noel dran. Der kann jetzt natürlich durch Safety Car auch wieder einiges gut machen, obwohl er sich gedreht hat. Kante jagt vorneweg schon vier. Da war bei Dog der. Die Berührung mit der Wand. Okay. Kann mittlerweile 4,5 Sekunden vorneweg. Ja, da an der Wand wird es auch immer eng da unter der Brücke durch mit der Leitschiene. So, jetzt aber einiges, hat sich das Feld einigermaßen beruhigt, würde ich sagen. Schauen wir wieder zu Pala vor, der ist nämlich ganz knapp hinter Broncos und Broncos ganz knapp hinter Sven. Ich schätze mal, der wird sich jetzt Sven vorknüpfen. Das RS und das DRS auf jeden Fall aktiviert. Er ist auch außen. Ist auch vorbei an Sven. So, Sven somit schon dritter, Broncos zweiter. Die Frage ist, kommt Parler jetzt auch direkt vorbei? Bis jetzt hat Parler es eigentlich immer gut geschafft, sich gleich mitzuziehen. Oh, Sven Norrell drückt ihn da fast raus. Oh, Sven, ja, bleibt fürs Erste, glaube ich, vorne. Parler sind auf jeden Fall side by side. Okay, also ich glaube, Parler vorbei. 3 Sekunden für Archimedes. Die Kamera vom Spiel war natürlich wieder nicht so optimal, aber okay. So, die Frage ist, Broncos hat sich schon eine Sekunde absetzen können von Sven, das ist natürlich wichtig. Und Archimedes tippt ihn da am Hinterrad an. Ja. Beiden Alphas hier. Die beiden Alphas. Aber Broncos muss das jetzt nutzen und schauen, dass Parler nicht wieder ins DRS kommt und vielleicht die Lücke auf Kante zufahren zu können. Archimedes, guter Exit, wird er ihn reinstechen? Nein, zieht zurück. Chris 14 inzwischen. Chris in die Box gegangen anscheinend. Auf Soft, so, ist auch interessant. Aber. Sich Damage geholt haben. Kante mit der schnellsten Runde mit 1,10. Ja, wie schaut es mit Rocket Ship aus? Der ist immer noch 8er. Jetzt wird wahrscheinlich sich gleich Kibo vorknöpfen, denke ich. Kann nicht mehr so lange dauern. Sonst, ja. Sven knapp hinter Parler. Und Archimedes noch knapp her dahinter. Dann schauen wir, ob Rocket Ship gleich mal an Kibo vorbeigehen will, weil davor ist dann Norrell erwartet. Vom Pole gestartet auf 8, da hat er sich auch mehr erwartet. Die Hairpin vielleicht, wo ich glaube, er überholt Kibo schon in der Hairpin. Oh, ja, okay, Novel dive da Gott sei Dank nicht. Ja, oh, ja, das war knapp. Hätte er sich fast wieder weggedreht, weil er ein bisschen zu aggressiv war. So, Novel, schauen wir mal eben. Novel verteidigt sehr gern und gut. So, Archimedes setzt sich jetzt neben seinen Teamkollegen und an Parler auch noch vor. Nee, jetzt oh, ja, oh, okay. Da ist einer von denen in die Box gegangen. Rocket Ship ist aber nicht an Norrell vorbeigekommen. Schafft es jetzt auch auf der Geraden nicht. Broncos verliert derweil aber auch immer weiter auf Broncos, während Parler allerdings weiter auf Broncos verliert. So, eigentlich verliert Broncos auf Kante und nicht auf sich selber. Mein Fehler. Schauen wir, wie es bei Parler ausschaut. Den biegt Archimedes auch hinten drauf. Den klebt er hinten drauf auf Deutsch, wie es so schön heißt, ne? Genau. So, schauen wir mal, Archimedes. Parler kein DRS, 3,3 Sekunden, verliert weiter auf Broncos. Aber Kante einfach zu schnell. Wenn ich richtig sehe, der macht auch immer mehr Plus. Jetzt bin ich gespannt, ob Archimedes es diesmal probieren wird. Ja, 32% ERS ist halt auch nicht unbedingt viel.
benutzt es auch nicht, also. Ja, die Frage ist, Paolo, wie schaut's bei dem aus? Der benutzt es auch nicht. Irgendwie will da niemand so richtig vorne fahren, habe ich das Gefühl. Archimedes ist wirklich ganz knapp hinter Paolo, also. Dem fehlt halt einfach das IRS, das ein vernünftiges Evol-Manöver ansetzt. So, Rocket Ship ist vielleicht auch bei Norrell dann. Nächste Runde. Ja, alle vier hintereinander, da wird es gleich zwei Überholungen über auf einmal geben vielleicht. Rocket Ship an Norrell und Archimedes an Parler, wobei Archimedes eine Strafe hat. Vielleicht lässt sich Parler deshalb auch einfach einfacher überholen, sagen wir so. Kann sie ja mitziehen lassen. Dog mit der schnellsten Runde. Lässt aber abreißen. Archimedes, ja, jetzt verliert aber auch noch die Position, ja, gegen Norrell. Und Rocket auch nach außen vorbei. Ein Abo geschenkt von Hiko an Velor. Ehre, Hiko. Ja, Mann, danke für das Abo, für das verschenkte Abo, besser gesagt. Rocket, ja, Rocket jetzt DRS offen, allerdings auch Norrell das DRS offen. So, Norrell an Parler vorbei und Rocket setzt sich auch daneben, bleibt aber hinten. Parler in die Box. Das bringt das Ganze auch ein bisschen durcheinander. Archimedes jetzt direkt hinter Rocket und dahinter auch schon Marvin. Rocket sehr weit rausgekommen. Archimedes setzt sich ja, daneben und Marvin direkt dahinter. Der wartet noch auf seine Chance, dass gar einer von beiden rausfliegt. So, jetzt, ich glaube, Norrell hat sie auch schon absetzen können. Oh. Rocket schlauchelt da etwas. So, da hinten ist auch schon wieder Kibo dran. Also, da geht's im vorderen Mittelfeld ordentlich rum. Norrell inzwischen 14 Runden auf seinen Mediums. Gleich wie Rocket, der auch schon 13 Runden auf den Mediums ist. So, schauen wir mal Archimedes. Normal Rocket Chip sollte schneller. Ah, Dog tot. Dog. DNF. Safety Car, oder? Ah. Safety Car, ja. Safety Car. Das ist jetzt natürlich gut für Norrell und Rocket. Ja, und die müssen jetzt beide in die Box gehen. Kante auch meiner in die Meinung Box. Nach. Bronco auch in die Box. Norrell Box. Rocket Box. Jimenez Box. Oh, ja. Fahren alle in die Box. Alle in die Box. Vorne auch Kante, Broncos waren in der Box. Die konnten sich natürlich leisten, die waren weit vorne. Ich glaube, Broncos verliert jetzt, glaube ich, dürfte wahrscheinlich nicht einmal unbedingt Plätze verlieren, oder? Wie sie? Okay, wie sie ist draußen geblieben. Hat halt 10 Runden, der wird das nicht zu Ende fahren können, oder? Ja, vielleicht schon. Aber mit 10 Runden Reifenüberschuss müsste es nochmal einfach funktionieren. So, jetzt haben wir wieder 2-3 Runden Safety Car. Schauen wir mal, Rocket Ship jetzt 9. Ich meine, auch nicht unbedingt optimal, aber vor ihm noch mindestens 3 Leute müssen in die Box gehen. Ich habe absolut keine Ahnung, Lulu. 43 Zuschauer ist auch nicht schlecht für Liga 1, glaube ich, ne? Ja. Gut, wir fahren ja auch gerade unter Safety Car, aber immerhin fahren wir. Genau, wir fahren. Es scheint auch inzwischen die Sonne hier. Das, auf das in Spa alle gewartet haben. Und was nicht eingetreten ist. So. Warum so viel Safety Car? Ich meine, es sind beide halt gestorben, ne? Also, da war, ich meine, im Spiel natürlich, Auto kaputt und so weiter. Das heißt, die wenigsten. Ich schaue immer, wenn ich nicht kommentiere, ne? Ich 3 Zuschauer weniger nach meinem Kommentar, unlucky. Ja, du. Es kommt, wie es kommt. Das können wir nicht beeinflussen. Weil jetzt der Fall zwischen Platz 5 und 10 war schon echt spannend. Kann man sich nicht beschweren. Das ist halt zu einer Zeit, wo viele sind. Ich glaube, das ist es eher. Ja, es ist halt am Abend. Ja, vielleicht sind da viele auch schon essen gegangen oder so. Oder generell fort am Sonntagabend. Abend anders ausklingen lassen, bevor es morgen wieder arbeiten geht, ne? Oder in die Schule, je nachdem, wie alt man hier ist, ne?
So, Broncos auf 2 dabei. Er hat bis jetzt ein gutes Rennen, ich möchte es nicht verschreien. Ist aber nur 15 da. Ja, Bronco da vorne auch gut auf 3 mit 9 Reifen und einer der wenigen ohne Strafe. Hat man macht immer den Bildschirm aus während dem Commentary. Kein Wunder, so viele Rookie Mistakes passieren. Was soll das denn jetzt heißen, Rocky, ha? Brech. Abgesehen davon, dass ich gerade ein bisschen lost bin, glaube ich nicht ganz verstehe, was er meint. Safety Car kommt rein. Gut, Safety Car kommt rein, damit lenke ich mich auch von meiner Dummheit ab. So, schauen wir mal, wie es Kante diesmal anlegt. Er lässt wieder gut Abstand. Wichtig auch. Hat man lost, ja, das bin ich sowieso. Das ist nicht abzustreiten. So, Quibi braucht keine Reifen auf jemanden, der macht einen Raikönnen, der ist gerade einfach geradeaus gefahren. So, mal schauen, wie es Kante diesmal macht. Biegt jetzt in die Schikane ein. Gibt noch nicht Gas. Und los geht's. Jetzt. So, die Frage ist, wer hat einen guten Start erwischt und wer nicht? Da gehen wir gleich mal auf Position 5 zurück. Ja, der Ferrari, da hat schon Sven schon wieder Plätze verloren. Oh, Sven in der Wand und Rocket in der Wand. Beide tot. War, glaube ich, Sven schuld. Rocket retired. Das wird ihn natürlich sehr ärgern. Sehr lang, sehr weit rausgekommen. Ja, da gab es einen ordentlichen Unfall. Das war jetzt leider nicht ganz drauf. Kibu langsam am Rand, lässt alle vorbei. Kibu oder was? Kibu, er wird auch Damage haben. Das war jetzt gerade etwas chaotisch. Gleich wieder Safety Car. Nicht unwahrscheinlich. 5 Sekunden ignorieren Yellow Flag Parler. Hoffentlich geht er nicht mehr in die Box, weil ich glaube, das war Spielfehler. So, Norrell 4. Broncos 3. Wie sie muss wahrscheinlich nochmal in die Box. Könnte aber auch durchfahren. Mal schauen. Es haben verdammt viele Leute Strafen. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Ja. Also, Strafen. 1, 2, 3, 4 Leute ohne Strafen von 14. Das heißt, 10 Leute mit Strafen. So, Broncos schließt jetzt sehr stark auf wie sie auf und setzt sich daneben und ist vorbei. Also kein Problem für Broncos da vorbeizukommen. Ja. Mercedes. Kante Mercedes fährt auch schon wieder vorne weg. 2 Sekunden, da haben die anderen keine Chance. Ja, Kante muss jetzt natürlich die Strafe. Ja, 3 Sekunden rausfahren. Broncos muss schauen, dass er sich jetzt nicht allzu sehr abhängen lässt. Wobei, Norrell, ich glaube, vorher haben wir gesehen, ja, Norrell auch noch an. Ne, Norrell noch nicht an wie sie vorbei. Schauen fast gleich aus, ja, die Norrell zwei Autos. Dann noch mal 3 Sekunden ab. Was bei Archimedes passiert, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, der wird dann irgendwo in dem Vorfall verwickelt gewesen sein. Ist in der ersten Kurve, also in der zweiten Kurve, in der langen Rechtskurve, sehr weit außen gefahren und da konnten natürlich innen alle vorbei. Wer weiß, ob er da sich verbremst hat oder rausgequetscht wurde. Ja, viel mehr schreien kann ich nicht, weil ich habe hier Leute im Haus, okay? Also, möchte ich auch nicht rumschreien. Also nicht zu sehr, ne? Einmal so. Aber Kant ist jetzt fürs Erste schon einmal wieder draußen aus den 3 Sekunden. Schauen wir mal, ob Norrell gleich an Visi vorbeikommt. Chris zu dritt nebeneinander und Chris verliert ja, da. Chris. Gibt's Kontakt? Ja, gibt's Kontakt. Sind jetzt aber nebeneinander. Also. Holt sich Chris seine Plätze wieder. Drückt da. Drückt, Ruffy kommt sehr. Vielleicht vorbei. Könnte eng werden. Also da Free Wide durch die O. Free White, ja, Chris vorne, okay. Ja, Chris hat zugemacht und ist sich ausgegangen. War ein starkes Manöver, als beide Haas hinter ihm. Natürlich viel RS hat er nach dem Manöver nicht mehr. Ja, wobei die beiden Haas hinter ihm haben genauso viel. Sven und Quibi fighten. Ja. Sven und Quibi. Ja, oh. E42. Und da vorne ist Felks gerade. Parler an Quibi vorbei, nee. Oder? Ja. Marvin auch an Quibi, sondern was ist mit Quibi? Hat der Damage? Ja, irgendwas passt da gerade nicht ganz beim Alpha Tauri. Da hinten sitzt auch schon Felks im Nacken. Genau. Ah, jetzt ist es nur noch 39. So. Geht's wieder auf die Gerade im langen DRS-Train. Die Frage ist, wer hat jetzt mehr ERS? Rocket Chip ist draußen, der Mann wahrscheinlich sauer. Das schafft es diesmal irgendwer, sich neben jemanden zu setzen. Felks probiert es aber
weiß es besser und bleibt hinten. Oh. Und geht in, Quibi geht in die Box. Chris deutlich besser durch die Schikane gekommen. Hin an Chris, An Felks und auch vorbei an Felks, ja. Felks wird nicht kontern können. Das traue ich ihm jetzt gerade nicht zu, bin ich ehrlich. Und Kante 6. Oh, was mit Broncos passiert? Was mit Broncos passiert? Der ist Nummer 4. Scheint aber kein Damage zu haben. Ich glaube, müsste sich weggedreht haben. Oh Mann. Broncos. Sollte aber schneller als Noll und VZ sein. Und VZ wahrscheinlich auch nochmal an die Box. Kibo kann auch noch nach vorne kommen in den Strafen. Ja, Kibo kann sogar noch weit nach vorne kommen, weil die alle hier 6 Sekunden haben. Waren 5 Sekunden bei Parler. Die werden aber wahrscheinlich abgezogen, wenn er es aufgenommen hat. Weil ich glaube, es wird ein Spielfehler gewesen sein. entspannt zurückgelehnen. Das hätte ich jetzt auch gerne. Naja, Broncos darf jetzt nur keine Strafen mehr holen, somit kriegt er Norrell an VZ vorbei inzwischen. Das habe ich natürlich auch wieder übersehen. Stark von mir auf jeden Fall. 3 Sekunden nochmal für Marvin, der damit jetzt auch 6 Sekunden, ja, hat auch 6 Sekunden jetzt. Kibo muss jetzt nur hinten dran bleiben, dann kommt er noch einige Positionen vorne vorbei. Broncos macht auch Zeit gut auf VZ. Parler holt sich nochmal 3 Sekunden. Ja, das ist natürlich bitter. Ich glaube, Broncos müsste leicht quer gestanden sein, kann aber weiterfahren und holt weiter auf VZ. Also der muss ordentlich quer gestanden sein. Aber ist gleich wieder dran an den zwei und kann sich seine Position... Also wenn er VZ überholt, ist er schon mal hinter Norrell und der hat 3 Sekunden. Da ist noch nichts verloren für den Mann. Chris inzwischen auch 8. Oh, fährt da hinten Marvin fast drauf oder ist ihm drauf gefahren. Ich hoffe, das gibt kein Damage. Kein sichtbaren auf alle Fälle. Ja, das mit sichtbaren Damage in dem Spiel ist sowieso etwas komisch. Nur weil es nicht gesehen wird, heißt noch nicht, dass kein Damage ist. So, Kibu jetzt an Raffi vorbei. Danke für den Follow an Havabanga. Havabanga 81. Vielen Dank. Namen aussprechen. Ja, kann ich nicht. Lassen wir es. Probieren wir es gar nicht. Broncos schon auf 1,7 heran an VZ. Der hängt natürlich im... Ja... Auf der Geraden kann natürlich nicht viel gut machen ohne RS, ohne DRS. Nein, ich glaube Chris hatte das Problem schon mal, den kannst du mal nach dem Rennen fragen. Was man da bei dem Problem macht. So, Broncos jetzt auch gleich im DRS, schon wie es da weitergeht. Ich glaube, Broncos schafft, ja. Visier hat jetzt auf jeden Fall das DRS von Norrell verloren. Frage ist, wie viel ERS hat Visier? Nummer 49%, allerdings hat Broncos nicht viel mehr. Nice Restart, ja. Sich wieder beruhigt? Ist Vorfall eingereicht oder schon gemacht? Mal kurz gucken. Wird er noch nicht gemacht haben. Soll sich mal beruhigen, der Mann. Nicht, dass er gleich wieder die Liga quittet, so wie letztes Mal. So, oh. Parler bis an Exit. Also ja, Parler ist an Sven vorbei, hat man im Hintergrund leicht gesehen. Sven wird sich da auch nicht unbedingt verteidigen. Ne? So, Broncos wird jetzt aber jede Runde, jeden Moment an sie vorbeigehen. Vielleicht in der nächsten eher komisch, DS, da was ja passiert ist. Also null mad. Das wundert mich und freut mich natürlich zugleich für dich, Felix. Also nicht mad ist immer gut. So, Parler jetzt schon wieder hinter Broncos. Jetzt muss Broncos schauen, dass er am VZ vorbeikommt, weil sonst kommt gleich Parler. Ich meine, Parler hat 3 Sekunden. Das ist jetzt mäßig schlimm, aber ich schätze mal, dass Broncos auch noch den zweiten Platz will, den er wahrscheinlich eher ist, wenn ich das richtig sehe. Natürlich. Ist keine 3 Sekunden hinter Norrell. Mal schauen, jetzt müsste der Angriff eigentlich kommen. Ist quasi in seinem Diffusor integriert das Auto von Broncos. Rückt jetzt auch und setzt sich schon vorm DRS daneben. Also das muss sich leicht ausgehen. Das war sehr viel Überschuss, den Broncos da hatte. Ja. Das war kein Problem. Kommt jetzt auch gut in die Kurve. VZ geht in die Box, wie es von mir mehr oder weniger prophezeit wurde. Sven noch einmal 3 Sekunden. Ja, Broncos jetzt hinter Norrell. In der Theorie sind weder Norrell noch
Pala gefahren für seinen zweiten Platz. An Kante wird dieses Rennen keiner mehr rankommen, wenn ich das mal so sagen darf. Der ist über alle Berge. Raffel nochmal mit 3 Sekunden, ist jetzt damit auch schon bei 9. Gleich wie Endless Drive, die zwei Haas-Fahrer sammeln Strafen, so wie Mazepin und Mick Unfälle in echt, würde ich mal sagen. Broncos Fanclub. Ja, Broncos Fanclub. Verschenkt eine Stufe 1 ab. Und an, den Namen kannst du vorlesen. Den Namen darf ich von an. Jan, 21, 21, 21, 12, 32, 3. Mit ein paar doppelten Zahlen vielleicht, aber danke für das nächste geschenkte Abo. Im Hype-Train wurde zwar nichts, wie ich es gesagt habe, aber zwei Abos auch stark. Danke auf jeden Fall dafür. So, Broncos jetzt auch im DRS von Norrell. Ich glaube, ich darf es da noch nicht aufmachen, weil ich glaube, der Messpunkt in Kanada ist, glaube ich, vor der Hairpin für beide Geraden. Hm. So. Sven geht noch in die Box. Sven, ja, Chris kommt an Sven nochmal. Chris, Top 5. Ja, also für der Wahl sieht es auch gut aus für die Wette, dass die beiden Aston Martin in die Punkte kommen. Hat er nicht so gut ausgeschaut anfangs, ne? 15 zwischenzeitlich Chris und Norrell auch nur von 14 Starter, wenn ich nicht. Bitte mehr Emotionen. Man bemüht sich. So. Aber ich glaube, Broncos, ja. Norrell auch 6 Sekunden inzwischen, das ist natürlich nicht gut. Broncos setzt sich jetzt neben Norrell. Ja. Aber Norrell denkt besser drüber nach und schmeißt sein Auto nicht weg. Das ist mir und nämlich letztes Jahr passiert. Da habe ich mein Auto auch hier weggeschmissen. Pala auch in die Action jetzt mit drin. Ja, Pala wird natürlich auch profitieren wollen. Ich schätze mal, Norrell wird jetzt keine Chance haben gegen Broncos, der allerdings auch nicht mehr so viel eher ist. Hat. Drücken auf alle Fälle alle dort. Ja. Müsste sich eigentlich ausgehen, aber gegen Norrell will man auch nicht angreifen, aber Broncos schafft es ja. Jetzt dann, ja. Norrell geht in die Box. Okay, interessant. Nochmal auf Softs jetzt. Nochmal auf Softs jetzt, ja. Die 6 Sekunden sind natürlich nicht so cool, aber ich schätze mal, wird auf schnellste Runde gehen. Ist fast ein bisschen früh, aber ich glaube, okay, wenn sonst keiner macht. Pahl jetzt auch ganz knapp hinter Broncos. Allerdings darf Broncos ihn nur so weit nicht vorbeilassen. Allerdings Broncos nur mit 17 oder 20% eher ist, ist halt, ja, zum Verteidigen wahrscheinlich zu wenig. Chris kommt auch Runde für Also Felix keine fastes Lap holt, ja, mit 6 Sekunden könnten wir es ihm schon zutrauen, gell? Kibo inzwischen auch Fünfter, also auch stark von ihm, ohne Strafen. Macht zurzeit zwar keine Position gut anhand der Strafen, aber vielleicht kommt er noch ein Chris ran. Hoffe ich natürlich nicht, aber Kante inzwischen gelb. Fast 13 Sekunden vorne, gelb, Alpha ja. Hat sich da gedreht. Alpha Sven. Hat sich gedreht, Sven. Ja, Sven, den letzten paar Rennen auch eher Bruchpilot, was ich so mitbekommen habe, ne, also. So, wie sie hat jetzt Endless vor sich und Ruffy. Pala auch diesmal noch nicht vorbeikommen. Marvin raus. Safety Car? Frage jetzt, ja, Safety Car. Das ist für die gerade an der Box vorbeigefahren sind, natürlich belastend. Ibu ist, glaube ich, in die Box gegangen, der hat alles richtig gemacht, aber für die Leute, die gerade am Safety Car vorbei sind, uff. Ja, sehr gut für Kibo. Ja, Kibo in der Box. Norrell kann jetzt natürlich auch an allen vorbeifahren, der war gerade in der Box. Ja, der war gerade in der Box, für den das natürlich auch optimal. Schau mal, Chris, da wohl Vierter, so, schauen wir mal, wie alt die Reifen von den Leuten überall sind. An 12, 13 Runden, Ruffy auf 19 Runden. Ja, ich meine, du kannst halt lang fahren. Also ich glaube, von den Vorderen wird keiner mehr in die Box gehen. Die haben alle ihre Boxenstops absolviert. Die werden alle durchfahren. Kante muss 3 Sekunden wegfahren, das ist wahr. Und diesmal ist Broncos direkt hinter ihm. Allerdings, soweit ich das gesehen habe, ist ihm das durchaus zuzutrauen, ne? Genau, also die Pace, die der Junge heute hat. Ja, die der Junge immer hat, ne? Also der Junge immer hat. Geht jetzt aber jetzt in die natürlich Box. Für Kibo auch sehr gut, was Strafen angeht. Weil vorne die Leute 6, 2x9 Sekunden auf Platz 5 und 6, die werden weit zurückfallen. 3 Sekunden bei Chris und auch 3 Sekunden so, bei Pala, die ich mal rechne, aber ich glaube 8 Sekunden. In der Box 5, auf Softs, Broncos und Pala fahren beide vorbei und Chris geht in die Box und holt sich auch nochmal Softs. Ja, wird schon was im Sinn haben. Ich meine, die anderen sind auch noch echt weit weg, er kommt glaube ich sogar vor Norrell noch raus.
Also ihr werdet echt nicht zu viel verlieren. Kante kommt auf 2 raus, genau. Kante kommt auf 2 raus, das heißt Broncos ist jetzt vorne. Das heißt, Kante muss jetzt erst einmal vorbei um Broncos. Das verspricht doch spannende letzte 5 Runden, ne? Also 9 Softs gegen 13 Runden, Alter. Ja. Yes. Allerdings darf er halt auch nicht mit zu viel Überschuss einfach sich selbst töten, ne? Das ist auch wiederum wahr. Nur neue Reifen sind jetzt auch kein Garant dafür, dass er vorbeikommt. Endless bleibt stehen und lässt Visier und Chris vorbei. Ja, gibt's wahrscheinlich gleich wieder 5 Sekunden Strafen, weil das Spiel toll ist. Guck Warning als Admin oder Dokinik, schau du mal bitte Warnings, wie es bei Broncos und Visier aussieht. Oder bei mir sieht man im Stream das Bild. Rennleitung. Gucken wir mal. Broncos hat 2 Warnings schon. 2 Warnings, das könnte jetzt natürlich auch jeden Moment eine Strafe geben, ne, sobald das Safety Car reinfährt. Kante also, hat aber auch schon wieder 2 Warnings. Kante hat auch schon wieder. Ja, das könnte für beide. Beim Überholmanöver könnten beide sich mit einer Strafe noch beschenken, ne? Parler bisher seit seiner Strafe keine. Pascal ist, er ist Box gewesen, also. Kante hat frische Softs geholt, Broncos ist draußen geblieben. So. So, die Runde, ich schätze mal, dann werden auch Sven und Quibi das Safety Car eingeholt haben nach der Runde. Das heißt, wir haben dann noch, ja, 3-4 Runden vor uns. Theoretisch, wenn Broncos den wenn Start gut anstellt, dann kann er Kante theoretisch hinter sich halten. Der ERS sollte er jetzt genug haben. DRS wird ganz am Schluss erst eine Rolle spielen. Und dann 3 Sekunden auch noch rausfahren. Wird schwer. Das wird jetzt ein Sprintrennen. Das wird jetzt tatsächlich ein Sprintrennen. Ich glaube, ich bleibe einfach vorne drauf, weil hinten wird wahrscheinlich auch Chaos sein, aber... Hinten wird Chaos sein, ja. Ja, die Frage ist, was schauen wir uns jetzt an? Die Formel 1 Kamera wird uns wahrscheinlich weder noch zeigen. Safety Car wird diese Runde bestimmt reinkommen. Ja, gehe auch da stark davon aus. Also wenn nicht, wird es keinen Sinn machen. Wird jetzt jeden Moment die Meldung kommen. Dann ich schaue jetzt mal. Stops wissen wir alle. Reifen wissen wir alle. Strafen wissen wir alle. Schauen wir mal, dass wir so wenig wie möglich an Safety Car in this lap. Aufs HUD drauf bekommen. Also ich blende da mal ein paar Sachen aus. So, diesmal schauen wir mal. Broncos mit dem Restart, nicht Kante, geh mal auf Kante. Geh mal auf Kante als Kamera, weil ich glaube, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ja, glaube ich, dass du gerne mitgefahren wärst. Ich wäre auch gerne Liga-Rennen gefahren, aber soll nicht sein. Broncos lang macht langsam. Bremst noch ein bisschen, rollt durch die Gegend, wärmt die Reifen auf. Ab wann wird er schnell machen? Hoffentlich nicht vor der Schikane, weil dann holt er sich einen Cut auch noch. So, jetzt leckt das alles ein bisschen rum. So, bremst nochmal. Ja, und gibt Gas. Weiß nicht, ob das so gescheit war. Kante, glaube ich, auch einen mindestens gleich guten Start und setzt sich auch gleich da. Nein, bleibt hinten. Somit setzt er sich gleich daneben und hat um einiges mehr Grip als Broncos. Also ich glaube, der wird sich jetzt auch hier schon nicht mehr verteidigen können. Ja, und das... Schwierig, ja. Die neuen Softs haben halt einfach doch um einiges mehr Grip. Allerdings. Jetzt heißt es für Kante natürlich pushen. Wegfahren, ja. Kante nochmal, jetzt 6 Sekunden. Das wird es gewesen sein mit dem Sieg, ne? Also. 6 Sekunden auf 4 Runden. 6 Sekunden auf 4 Runden. Das wird er auch auf einem Block. Also. Ja, Sven oder Archimedes ist diesmal tot. Da sonst ist hinten, glaube ich, Chris gerade an Ruffy vorbei, wenn ich das richtig sehe. Und Ruffy auch raus. Ruffy tot. So, Broncos jetzt. Das heißt, keine 6 Sekunden, dann ist das ein Sieg für Broncos. Er hat einmal ein gutes Rennen, gutes Qualifying. Endless bekommt dann einen kleinen Hit von Kibu. Verliert damit 2 Plätze. Vielleicht sogar 3, wenn Quibi auch vorbeikommt. Ja, jetzt schauen wir nochmal schnell die Strafen an. So, wie schaut's denn aus? Parler, ja, ich sag, rechne ich mit 3 Sekunden. Norrell 6 Sekunden, der wird einige, ja, gar nicht so viel verlieren. Der wird nur an Kibu verlieren. Kibu könnte tatsächlich auf fast 3 vorkommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ausgeht, aber mit ein bisschen Glück. Endless und Sven haben sich da gedreht. Endless und Sven haben sich gedreht. Ja, hinten. So, jetzt passiert da vorne jetzt noch was.
Also Kante hätte es anscheinend wahrscheinlich leicht geschafft, 3 Sekunden rausfahren. Der hat jetzt schon 2,6 Sekunden. Archimedes nochmal Archimedes. mit 3 Sekunden, hat jetzt dann auch 6 Sekunden. Alles ist auf dem letzten. Broncos und Kibu die einzigen ohne Strafen nach den ganzen DNFs. Kiwi nochmal 3 Sekunden. Kante schafft 6 Sekunden rausfahren. Nee, ich glaube nicht, dass er in 2 Runden das jetzt, also nochmal 3 Sekunden rausschafft. Ich meine, es könnte tatsächlich eng werden. Allerdings vielleicht Zudem pusht auch Broncos so. jetzt noch. Ja, Broncos Broncos auch bekommt ein jetzt Warning, ne? Druck. Fehlt nur mal ein Bekommt. Warning. Genau, bekommt jetzt auch Druck von Pala und von Visi von Ja, hinten. wobei Druck ist noch relativ weit weg. Da darf jetzt halt Kante mit einer 9er Zeit. Broncos fahrt eine 10-9-9-9, also quasi eine 11er. Der gibt ihm schon ordentlich. Also das könnte tatsächlich noch knapp werden. Zwei Runden DRS-Action. 2 Runden DRS-Action, Sektor 3 gelb. Noch ein Gelb. Safety Car wäre jetzt natürlich schlimm. Archimedes down. Ja, aber gibt keinen Safety Car, glaube ich. Und zwar an der Wall of Champions. In der Wall of Champions, so. Bronco Den schon 4 ersten Sekunden, DRS eine auch. Runde muss er noch 2 Sekunden halten, ha? Ach, hier schafft er Anderthalb, die Runde das. noch zu Ende. Ja, 1,5, ja. Könnte tatsächlich eng werden, ne? Also darf er sich auf keinen Fall eine Strafe holen, weil hinter ihm. Ja, ich meine, die drei hinter ihm sind eh fix. Kibo könnte halt echt noch weit vorfahren, ne? Also. Kibo, schauen wir, was hat auf. Wie schaut's mit dem Leader aus? Kibo 7,6 und vorne Chris Parler. fliegt ab. Chris fliegt ab. Och, Chris. Das war's Der dann. imitiert schon wieder mich. Ja, was soll das denn jetzt? Ein sehr Chris. gutes Ergebnis. Das war Fährt auch der ohne Front. Flügel. Wird wahrscheinlich, aber schätze ich mal, die eine Runde probieren, fertig fahren. Das denke ich auch, aber Punkte werden keine mehr kommen. Ja doch, Punkte kriegt ja jeder noch, und bis 15 gibt's Punkte. Ja, Nee, Chris Chris fährt fährt in die rein. Box. So, Broncos muss jetzt noch eine Sekunde halten in einer Runde. Das könnte tatsächlich noch das Spannendste werden. Ja, 9, 8 Zehntel. Der Grip-Vorteil, den Kante jetzt halt hat, ist halt insane. Also, Broncos onboard wollt ihr haben. Nochmal gelb im letzten Sektor. Nochmal gelb, ja, jetzt ein Safety Car Chris ist kommt. raus. Chris ist raus. Warum? Chris Doch keine aufgegeben Punkte oder mehr. was? Hat keine Chris Lust hat mehr. leider aufgegeben. Oder die Das hatten könnte keinen jetzt Front mehr 3 für Zehntel ihn. ist jetzt halt. Oh Mann. Nee, Chris hat, ja. 3 Chris Zehntel auf der will. letzten Geraden. Die Frage ist, wie schaut es mit RS bei Kante aus? Kante Kante 10%, 5% 10%. bei. Broncos 3% bei mir gerade so. Ja, das. Ja, ich glaube, das 6-1. Ah. Kante wird das Ding gewinnen. Das. Uff. Kante jetzt über 6 Sekunden. Ja, Kante jetzt, aber ist ganz knapp. Also Bronco halbes muss jetzt Zehntel. wieder Ja, aber die letzte, es ist frische Softs. nochmal die Wand mitgenommen. So, Bronco muss jetzt alles riskieren eigentlich, wenn er noch gewinnen will. Gut Ja, genommen. Kommt 25. an, Oh, 6,2. 200. Nein, es geht sich um 25.000stel. 0,0. 25.000stel ist ihm ausgegangen. Das ist natürlich sehr bitter. 25.000stel. Wie unlucky. Wie unlucky. Ja. Uff. Denkst, hätte ihn doch 500 Meter später erst vorbeilassen können, eine Kurve oder so. Eine Kurve länger verteidige, sagst du, Rocky. Oh Mann, Kibo Und ich Dritter, was ein King. Norrell auf 5 geblieben. Ja, Parler und Felix beide Alpine 6, 7, 5 für unseren Aston Martin. Und die Vorhersage hat sich sogar nochmal auf Nein umgeschalten, ne? Chris ist nicht in die Top 10 gekommen, weil er DNF ist. VZ ist Driver of the Day, so. Ja, die letzte Runde, die spannendste vom Rennen, war knapp. 25.000stel. Ich glaube, wir hatten aber letzte Saison tatsächlich auch mal einen, wo es um 5.000stel oder so. Ich meine, das könnte jetzt übertrieben sein, aber wir hatten, glaube ich, schon einmal so knappes Zeitstrafenspiel. Ja. Die Frage, eine erste Frage, die gleich sein wird an Kante, ob er sich noch Verwarnungen geholt hat. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich da den Podium-Screen mach. So. Kante. Wie Platz viele 2. Strafen? Aber da brauche ich gar nicht so viel ändern diesmal. Platz Kibo 2 und ist Broncos, die einzigen ohne Broncos. Strafen. Ivo und Broncos die einzigen ohne Strafen. Das heißt auch was in Liga 1. Am dritten Platz haben wir Ivo.
Im Williams, der für Pascal ist nochmal einige Punkte rausgeholt. Da machen wir da mal. Wir brauchen Aston, Dybeck und McLaren. Perfekt. So. Podium-Screen. So, dann holen wir die mal rauf, alle. Kante. View. Und Broncos muss ich da. Ey, muss ich da hochziehen können. So, da haben wir das Podium, Jungs, ha? Kante. Knappes Ding. 25.000. Okay. Hast du In noch eine drei Verwarnung Runden. geholt? Ja, ich bin ja, beim Überholen von Broncos dann gleich in der nächsten Kurve. Ey, Junge, in drei Runden 6 Sekunden Ja, rausgefahren, letztes 25.000 Fettel. ist, ne? Wenn die Kurve Ja, länger hinter ihm aber. gewesen wäre, wäre es nicht ausgegangen. I know. Naja, aber es war ganz ehrlich, die ganzen Safety Cars fucken einfach nur übelst ab. Also, I Ja, don't know. man kann halt Es nichts wäre machen, ne? kom. Ja, I don't know, ja. Eher, aber es wäre ein kontrollierter Sieg gewesen, aber so war es immer spannend am Ende. Aber es war einfach ein krasses Rennen. Also die Pace, die war einfach abnormal. Also die war wirklich einfach übelst krass. Ja, da war auf jeden Fall ein gutes Rennen, ne? Ja. Broncos, hast du zu sagen? Zu die 25.000 so? Ja, ich meine, am Ende ist es natürlich ärgerlich, aber das ist dann wahrscheinlich schon richtig, so wie das ausgeht am Ende, ne? Weil, wie gesagt, also Kante hätte das Ding wahrscheinlich jetzt mal übertrieben gesagt mit einer Runde Vorsprung gewonnen, wären die Safety Cars nicht da gewesen. Deswegen. Frage Das am ist dann am Broncos. Ende, das ist halt ärgerlich für mich, ne? Aber es ist dann am Ende schon okay, dass es so ausgeht, weil es verdient war. Okay, also Könnte Felix ich hat sagen, die kann Felix Fragen im einfach Chat gestellt. entschieden. Ich ignoriere die mal, weil die sind schon ein Ja, bisschen. die ignorieren wir, glaube ich, lieber. Ja. Das ist, glaube ich, Qualifying nicht Pace, unser. Broncos. Was sagst du deiner Achterzeit? Zufrieden oder wärst du wieder gern 5 Zehntel schneller gewesen? Nee, also die Qualifying Pace, die war diesmal gut, ne? Also meine PB war, glaube ich, 2 Zehntel schneller. Also die Grunde habe ich einigermaßen zusammenbekommen. Und ja, dann war es halt, ne? Der Start war dann ein bisschen schwierig. Da hieß es dann überleben. Ja, Und dann, aber ja. hinten, ich meine, eine Frage können wir da reinnehmen. Was war das bisher größte sportliche Ereignis, das du mal erlebt hast? Ist keine Frage zu Rocket Ship selber, also die lasse ich mal durchgehen. Also das größte Sportereignis, was ich miterlebt habe, also jetzt nicht live, aber das Heftigste, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich das WM-Finale 2014. Perfekt. Oh ja. Und live, keine Ahnung, müsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, müsste ich länger überlegen. Ja, das ist schon okay. Rocket Chip kann sich die Fragen nächstes Mal selber beantworten, wenn er mit dir privat redet. Zu sich selber fragen ist schon ein bisschen frech, bin ich ehrlich mit dir. So, Kibo, willst du da. Dann können wir mal kurz. Wer immer IRC kommt gerade. Genau, Kibo, du hast als mit Broncos, als ihr seid die einzigen zwei komplett ohne Zeitstrafe. Ja, Und das das hat dich am war. Ende sogar noch Platz 3 bekommen, ne? Ja, Also. ich habe am Schluss auf ein Safety Car gegambelt. Ich bin ja mit Medium gestartet, bin dann beim zweiten Safety Car wieder auf Medium. Und dann habe ich halt ein Safety Car noch eins gebraucht, dass ich halt Naja, auf Soft war. gehen konnte, Ist sonst aber wäre ich. aufgegangen. Ja, zum Glück. Eine Frage an Kant, hätte ich noch. Welches Talent hättest du gerne und warum? Frage von Rocket Ship. Talent. Schwierig zu sagen. Der Mann, der kann alles. Nee, 6 Sekunden nee. in 2 Runden rausfahren reicht eigentlich schon als Talent. Ja, das ist gut Ja, genug. nee, das. Ja, nee, vielleicht etwas mehr Geduld so, grundsätzlich. So, Dann hättest das du heute wär's nicht eigentlich. gewonnen mit etwas mehr Geduld, bin ich ehrlich mit dir. Wenn es da mehr Geduld gehabt hättest, 2 Kurven mit Broncos, dann schaut schlecht aus mit Aber. dem Sieg. Ja, I know, aber grundsätzlich, also du glaubst mir, also wie die ganzen Safety Cars rausgekommen sind, die war da etwas, sagen wir mal so. Angespannt. Angespannt, ja. Richtige Wort. Ja, genau, Kibo, wie geht's dir nach deinem Podium? Besser als Helim als Liga-2-Meister? Noch Helimens auswischen für die frechen Kommentare heute? Warum? Ich bin doch vorher Helm. Also Eben, ich war genau ja deshalb. Weltmeister. Ja, genau, das ist er. Genau deshalb. Warum? Was hat Helm geschrieben? Nee, Rocky fragt, wie geht's dir nach diesem Rennen? Du Liga-2-Meister und besser als Helim? Also. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt mal in Liga 1
Podium geholt habe. Endlich. Ja. Ja. Ich habe halt durch die Safety Cars viel Glück gehabt, ne? Muss man dazu sagen. Die Pace hätte ich jetzt nicht mitgehen können. Ja, mit, oder? Was? Ja, nimmt man mit das Podium, ne? Ja, ja. Ich wollte gerade die Frage zu entziffern. Was? Ach komm, jetzt kommt auch nur mehr Blödsinn rein, ne? Also, haben wir noch was zum Raiden, oder wie schaut's aus? Irgendeinen Kanal, den wir raiden können? Vorschläge gern, Lennys Frage. Was ist dein Lieblings-ehemaliger Fahrer, der nix mit, was der mit I anfängt und mit Annie aufhört? Ich glaube, Lenny, du wirst nicht sein nach der Frage, wenn ich ehrlich mit dir. Also, ja. Sollen wir Lucky? Ja, können wir tatsächlich machen, Lucky? Ne? Dann machen wir Lucky, oder? Ja, können wir machen, auf jeden Fall. Der Mann hat's verdient. Wir sind beim Zeichnen oder Valorant spielen, was er immer gerade macht. Ich glaube, Valorant macht er gerade, so wie das hier aussieht. Da sehen wir natürlich viel Skill dann, Kappa. Aber okay. So, / Rate an Lucky 1609. So, theoretisch weiß ich den Namen auswendig. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen von unserer Seite und bis zum Frankreich in der nächsten Woche, ne? Liga 3. Jo. Jo, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Die Frage ist, ob das jetzt funktioniert hat. Bei mir sind wir noch live. Jetzt. Oh, der ist in Be Right Back. Oh, dicker Lucky. Oh. Oh, Mann. Kann natürlich nicht wissen, ne? So ein dick Mensch, ja, da habe ich jetzt auch nicht drauf geschaut. Ich habe nur gesehen, dass er da live ist, links in meiner Liste. Da.